Also in der Storchenmuliere, jetzt haben wir ja eigentlich ein Paar hier drin. Unsere Störche, die schon vor der Vergrößerung, Erweiterung der Voliere hier drin gebrütet hat, hat jetzt einen potenziellen neuen Partner. Und der ist jetzt auch eigentlich flugfähig, der war vorher gestutzt, kam aus einem anderen Park und ist jetzt wieder voll befiedert. Und die sollten eigentlich in ihrem Horst dort oben brüten. Und sie erwartet, steht auch dort oben und wartet auf ihn, sie erwartet also, dass er hochfliegt und dadurch auch zeigt, dass er fit ist. Denn sie will einen fitten Partner haben. Das ist mal Grundvoraussetzung. Und er tut sich da allerdings ein bisschen schwer. Die ganze Zeit hat man unten auf dem Boden noch so einen Horst stehen und da hat er gemeint, das sei wohl der richtige Horst und dort müsste man sich treffen. Das hat sie aber nicht akzeptiert. Jetzt haben wir vor kurzem, haben wir also diesen Horst, das Nest mal rausgeholt, damit ihm klar wird, ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass er dort hoch muss zu seiner auserwählten Dame. Und da soll sich jetzt ein bisschen was bewegen. Sie klappern ja beide, also sie haben Revieranspruch und sie balzen. Und eigentlich hätten sie schon Lust, zur Brut zu schreiten. Ein bisschen ist noch Zeit, also das kann bis im April dann noch so weitergehen und da können sie sich ja ein bisschen nähern. Aber er muss hochfliegen. Das ist Grundvoraussetzung. Sonst wird sie es wahrscheinlich nicht akzeptieren. Da müssen wir leider abwarten und die Daumen drücken, dass es mit dem dort doch noch was wird.